des Beirats der KGA begrüße ich Sie offiziell und sehr herzlich zum ersten Businessabend der Saison 2021-22. Was ich versprechen kann, ist, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Das ist eh klar. Was am Ende dabei rauskommt, schauen wir mal. Heute was ganz Besonderes mit euch vor. Ich werde immer vorher gefragt, was fragst du uns? Welche Fragen müssen wir beantworten? Frag mich nicht so viel. Diesmal kann ich gar nichts dafür. Ihr kommt zu mir, dann gibt es diese goldenen Umschläge. Wohlgemerkt ist da nicht schon die Siegprämie fürs erste Auswärtsspiel drin, sondern da sind Fragen drin. Und dann lese ich euch die vor. Also ich kann diesmal nichts dafür, Jungs, gell? Bloß, dass ihr Bescheid wisst. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Lukas an. Kommst du zu mir, ziehst den Umschlag und dann bin ich gespannt, welche Frage dich jetzt trifft. So. Die zweite Bundesliga-Spielzeit steht vor der Tür. Wie wurdest du im Club aufgenommen und was nimmst du aus der Saisonvorbereitung für dich ganz persönlich mit? Ja, hallo erstmal alle zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist eine gute Frage, die ist auch einfach zu beantworten, weil ich sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Mir wurde das in den Gesprächen schon angekündigt, dass hier ein besonderer Teamspirit herrscht und da ist man natürlich, freut man sich drüber, aber man ist trotzdem immer noch so ein bisschen skeptisch, ob das dann tatsächlich auch so ist, aber das kann ich nur bestätigen. Die Jungs haben mich top aufgenommen. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Haben es sehr leicht gemacht, sich zu integrieren und ich freue mich auf die Saison. Lukas, hast du die Mannschaft schon zum Grillen eingeladen? Mir hat ein Mäuschen geflüstert, er ist großer Grillfan und er macht ein fantastisches Entrecote. Hat es schon geklappt? Nee, noch nicht. Aber schön, dass mich hier so ein bisschen die Pfanne haust jetzt. Jetzt muss ich wahrscheinlich echt einen machen. Ja, so bin ich. ich bin tatsächlich Grillfan und ich weiß nicht, ob alle bei mir zu Hause reinpassen, aber ich werde mir was überlegen. Also, das ist unser Lukas Coeto. Gib gleich noch eine zweite Frage an dich. Fabio, komm doch mal zu uns rüber. Bevor ich dich die Frage ziehen lasse, ich habe diesen Film intensiv angeschaut und haben Sie es gesehen, mitten in diesem Film, da wird einer in den Pool geschmissen. Sag mal, warst das du? Ja, guten Abend erstmal auch von mir. Ja, das war ich. Lukas hat es ja gerade eben schon gesagt. Ich glaube, man sieht bei solchen Bildern, dass man sich hier sehr einfach und sehr leicht auch wohlfühlen kann, wenn man auch ein bisschen was dazu tut. Mhm. Und ich glaube, im Trainingslager waren wir vielleicht knapp 2-3 Wochen hier. Und es war ein schöner Spaß. Wie gesagt, ich mache auch gern Späße über andere, kann auch gut über mich selber lachen. Dementsprechend hat es da bestimmt nicht den Falschen getroffen. Was Spaß mit Taktik-Handy haben Sie rausgenommen vorher? Ja, das war eigentlich wie ein geplanter Raubüberfall. Da waren mehrere involviert, der eine Geldbeutel rausgenommen, der andere das Handy. Also haben sie gut gemacht, die Jungs. Auch da taktisch gut vorbereitet, unsere Mannschaft. Dein erster Umschlag. So, danke dir. So, Lukas, du bist Sportdirektor, also Oliver Kreuzer. Du bist Oliver Kreuzer für einen Tag, Fabio, ne? Für einen Tag bist du Oliver Kreuzer. Welche drei Spieler verpflichtest du? Dein Budget ist unendlich. Sollte ich mal dem Oliver Kreuzer die Frage stellen. Olli, willst du auch noch dazu? Dein Budget ist... Welche drei nimmst du? Also erstmal bin ich grundsätzlich froh, dass ich noch Spieler bin und nicht Sportdirektor. Aber wenn ich drei Spieler mir auswählen dürfte, mal von hinten angefangen, ich glaube, ich würde Sergio Ramos verpflichten. Ich würde vielleicht fürs Zentrum Joshua Kimmich und im Sturm würde ich Cristiano Ronaldo wählen. Gut, also, sind verpflichtet. Da sieht das KSC-Trikot doch gut aus auf den Jungs. Fabian, kommst du rüber? Auch bei dir der erste goldene Umschlag, die erste Frage, die ich dir stellen darf. Fabian. Was wäre der besonderste Moment deiner bisherigen Karriere und was möchtest du unbedingt noch in deinem Fußballerleben, am besten natürlich hier beim KSC, erreichen? Der schönste Moment war die Frage. Ja.
Ich habe zwei in Erinnerung. Das war zum einen tatsächlich ein Tor, das mir hier im Pokalspiel gegen Waldhof Mannheim gelungen ist. Passiert auch nicht alle Tage mit dem Fallrückzieher. Und zum anderen muss ich da tatsächlich das Relegationstor jetzt vorletzte Saison in Nürnberg wählen, weil das wird mir wahrscheinlich auch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Das hat dich in Nürnberg zur Legende gemacht, klar. Genauso wie unseren Lukas Fröde wegen dem Derby-Tor. So ist es halt, ne? Tore machen einen zur Legende. Danke dir. Und würde ich sagen, nächster Umschlag für Lukas. Du darfst noch wählen, der Fabian muss dann den nehmen, der übrig bleibt. Überall wird von der zweiten Liga, der besten zweiten Liga aller Zeiten gesprochen. Auf welche Begegnung freust du dich dabei am meisten? Boah, das ist schwierig zu sagen. Also mir ist das ehrlich gesagt eigentlich wurscht. Ich schaue eigentlich nicht auf die Gegner. Mir ist bewusst, dass, wie Olli Kreuzer das schon gesagt hat, dass das eine sehr attraktive zweite Liga ist, eine große Herausforderung. Und ich freue mich da eigentlich auf jedes Spiel, weil bei jedem Spiel wartet ein großer Gegner eigentlich, wo man sich beweisen kann. Und deshalb würde ich da eigentlich jedes Spiel nennen. Jedes Spiel ist wichtig. Gute Einstellung. Und du darfst noch wählen. Dann Fabian muss dann nehmen, was übrig bleibt. So, danke dir. Wenn nicht mit Fußball, womit würdest du heute dein Geld verdienen? Ich habe da einen Verdacht, aber... Ja, ist, glaube ich, eine ganz einfache Frage. Durch das, dass mein Vater ein Autohaus, ein großes Autohaus hat in Aalen und ich nicht auf den Mund gefallen bin, wäre ich wahrscheinlich Autohändler geworden. Okay, sind auch einige heute da. Ein ja, Job, schön, wo man wirklich was drauf haben muss. Ja, genau. Aber ich musste schon verraten, du hättest beinahe eine Sängerkarriere auch gemacht, ne? Ja, da werde ich jetzt mittlerweile immer drauf angesprochen, dank Sky letzten Jahres. Ja, wie schon erwähnt, das war eine Live-Show. Da durfte ich mitmachen als kleiner Junge und Deutschland repräsentieren. Und es war ein sehr schönes Erlebnis. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube mittlerweile ist es sehr gut, dass ich nur unter der Dusche singe und nur vielleicht vor meiner Freundin und sonst da niemand zuhören muss. Also, danke für die Antwort. Letzte Frage an die Neuzugänge geht an Fabian. Neuzugänge müssen traditionell zum Einstand singen. Bleiben wir beim Gesang, passt ja wunderbar. Welchen Song hast du gesungen? Da ich die letzten Jahre doch bei dem einen oder anderen Verein gespielt habe, habe ich mich an ein Lied gewöhnt und das war Lemon Tree von Fool's Garden und das ist mein Einstandslied gewesen. Wir haben schon einen kleinen Chor, ne? Wir haben alle sind singbegeistert. Irgendwann bringe ich euch mal dazu, ein Lied auf dieser Bühne für uns alle zu performen. Wir trainieren mal so die nächste Zeit. Wir haben ja einen Chorleiter. Dankeschön für diese schöne Fragerunde mit den goldenen Umschlägen und alles Gute für die neue Saison. Unsere Neuzugänge. Dankeschön an Lukas, Fabio und Fabian. Dankeschön. Ich warte jetzt auch Monate, über ein Jahr ohne jeden Zuschauer im Stadion und jetzt auch heute wieder Auftrittsapplaus. Es kribbelt immer mehr, oder? Vor dem ersten Auswärts- und ersten Heimspiel, Captain. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Es ist einfach wieder schön, Leute um sich rum zu haben, die Emotionen auf dem Platz teilen zu können, positiv wie negativ. Und deswegen herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Marvin, wir haben viel über meine Heimat geredet, das neue Trikot mit der Fächerstadt drauf, letztes Jahr die Pyramide, ich habe es ja ausgerechnet, 8 badische Jungs im Kader, hier haben wir einen Karlsruher Bub und noch einen aus Bruchsal und noch so ein Gewächs von hier. Wie wichtig ist es für euch, ist es nochmal 10-20% mehr für die Heimat aufzulaufen und bei dir, ich meine, wir stehen ja an historischer Stelle, irgendwo hier war der D1, ich weiß, da bist du ab und zu auch mal gewesen. Wie wichtig ist es nochmal, um die letzte Emotion auf den Platz zu bringen, Marvin? Ja, ich denke, dass es definitiv eine große Rolle spielt. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, die hier aus der Region kommen. Wir gehen hier gern jeden Tag ins Training mit Herz und Leidenschaft.
Ich glaube, das hat man die letzten Jahre gesehen. Gerade auch das letzte Jahr haben wir den einen oder anderen nochmal dazu gebracht, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch dadurch möglich, wenn du diese 10-20%, wo du angesprochen hast, wenn du hier aus der Region bist, alles für den Verein zu geben. Und Jerome hat es letzte Woche schon bei der Saisoneröffnung gesagt, dass ich glaube, für uns alle sprechen kann, dass wir unser letztes Hemd oder den letzten Fetzen für den Club geben würden. Christian, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe das vorhin mal so flapsig gesagt, Mentalität schlägt Moneten. Klappt manchmal, klappt nicht immer, zugegebenermaßen. Aber wenn man auch die neuen Jungs sich angeschaut hat, wie sie sich auf der Bühne präsentieren, man schaut ja, das ist ja, sie haben ja alle ein Unternehmen. Ne? Und dann gibt es dann so die fachliche Qualifikation, das wäre hier, was kann der am Ball, was für einen Überblick hat er. Und dann kommen, ich frage das oft Geschäftsleute, wie viel Prozent ist denn bei Ihnen das Soziale, das Auftreten? Wie kommt so ein Mensch rein? Wie wirkt er? Wie ist es im Fußball? Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich von Trainer zu Trainer. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe den Anspruch, dass die Jungs jeden Tag gerne kommen, dass sie Spaß am Training haben, dass sie sich zumindest auf Strecke auch freuen sollten, Zlatan und mich zu sehen. Und ich glaube, wenn man so eine Basis hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht auf Erfolg. Ich habe das gerne als eigene Erfahrung dann auch bekannt gemacht. Ich hatte Holger Stanislawski. Der hat sich dann irgendwann für Jonas Hector entschieden. Das war sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung seines Lebens. Und gegen mich, aber wenn er mich heute irgendwann anrufen würde, Eiche, komm zum Training, ich würde morgen kommen. Und man nimmt sich immer ein Stück weit von jedem was mit. Und das sollte für einen Club wie für uns, der zum einen, was wir gehört haben, wirtschaftliche Unterschiedlichkeiten aufweisen zu den, ja, zu vielen, vielen Mannschaften in der Liga und logischerweise dann auch ein Stück weit den ein oder anderen Topspieler mehr in ihren Reihen haben, trotzdem eine Möglichkeit sein, um dieses Delta in diesen zwei Spielen im Jahr gegeneinander kleiner werden zu lassen. Schauen wir ganz konkret auf die neue Saison. Wir haben schon gehört von den, die einen sagen Schwergewichte, ich sage Dinosaurier, weil wie gesagt, Dinosaurier hatten schwerer in der Menschheitsgeschichte als Schwergewichte. Es ist eine schwere zweite Liga und es geht jetzt am kommenden Samstag eigentlich zu einem Aufsteiger. Aber am Ende eben auch wieder zu einem Fußballschwergewicht. Denn Hansa Rostock ist pur Tradition und das ist eine unglaubliche Begeisterung. Ist es gut, gleich ins Stahlbad der Emotionen geschmissen zu werden? Wie siehst du den ersten Gegner? Ja, ich glaube, dass es schon kleinere Unterschiede gibt zwischen den drei Aufsteigern, auch nochmal hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wenn ich jetzt beispielsweise an Dresden und Rostock denke, bei den Auswärtspartien kommen die angesprochenen Fans nochmal dazu, die glaube ich in beiden Stadien bekannt sind für eine extreme Lautstärke. Ja, Zlatan ist bei uns immer im Büro dafür zuständig, die Gegner einzutragen an unsere Tafel und ja, wir haben dann festgestellt, wo wir die bisher terminierten Spiele eingetragen haben, es ist eigentlich grundsätzlich egal. Wo das erste Spiel ist, ob es zu Hause ist, ob es auswärts ist. Ich darf aber an der Stelle an Michael einmal weitergeben. Ich würde gerne mal zu Hause spielen am ersten Spieltag. Das würde ich mir mal noch wünschen. Ich habe ja auch mal Wünsche. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen es, wie es kommt. Und wir waren letztes Jahr ja auswärts ganz ordentlich unterwegs. Und von dem her freuen wir uns einfach auf Samstag. Letztes Jahr war ein Faktor die Kommunikation auf dem Platz, Jerome. Ich erinnere mich, wir haben alle immer alles gehört. Ne? Das war nicht so üblich gewesen im Fußball. Jeder Zuruf, jede Emotion. Und wenn es den Thomas Müller als Radio Müller gibt beim FC Bayern, gibt es bei uns den Radio Cego, denn der Kapitän ist auch immer zu hören. Das ist ein Faktor, glaube ich, der wichtig war. Wie schwer wird die Umstellung sein? Was hast du für eine Einschätzung? Es kommt auf uns drauf an, wie wir es angehen. Ich bin ja, wie du sagst, ein Lautsprecher, aber mir wäre es lieber, ich hätte 10 Lautsprecher um mich rum, weil das vereinfacht einfach unser Spiel, weil durch Kommandos kann ich es mir selbst einfacher machen, wenn ich im Banne sage, er soll links einen Passweg zustellen, habe ich nur noch das rechte Fenster abzudecken und wie gesagt, wir tun alle gut daran, laut auf dem Platz zu sein und ja, deswegen, ich mache mir keine Gedanken um die Lautstärke um uns rum im Stadion, sondern eher, wie gesagt, müssen wir da insgesamt einen Schritt nach vorne gehen. Schauen wir nochmal in die letzte Saison als Fingerzeig für die neue. Das waren ja die Standardkönige, ne, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Marvin, du gehörst zum Standardteam, ganz wichtig. Und Zlatan, ich sehe das immer, ne, Eiche geht ein bisschen zurück und Zlatan macht die drei Schritte vor an die Linie. Das ist dann sein Part.
Ist das jetzt auch wieder ein Schwerpunkt gewesen im Trainingslager? Wie wird das trainiert? Wie wichtig sind die Standards auch für die neue Saison? Also die Wichtigkeit hat eine enorme Bedeutung für uns. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre einfach bewiesen. Ich glaube, immer 20 plus an Standardtoren zu machen, ist natürlich auch eine gewisse Qualität. Aber jetzt im Training oder im Trainingslager haben wir noch nicht so viel Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, da reicht auch mal nach dem Training sich die Zeit zu nehmen. Da brauchen wir nicht extra spezifischen Training dafür zu organisieren. Und wie gesagt, Standards sind wichtig, offensiv wie defensiv. Und ich hoffe, dass wir natürlich da wie letztes Jahr anknüpfen können. Eiche, lass uns ein bisschen gucken aufs erste Auswärtsspiel. Du hast gesagt, auswärts mit die erfolgreichste Mannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga. Und hast kürzlich auch gesagt, ja, weil wir das auch eher mit Spaß, ein bisschen offensiv angehen, über die Flügel kommen. Also es ist lieber, ein gescheites Spiel gesehen zu haben, als da permanent zu mauern. Wird es der Spielstil bleiben, auch in der neuen Saison? Ja, das liegt so ein bisschen in dem Innern von Zlatan und mir. Wir können es einfach nicht leiden, wenn wir auswärts hinfahren oder auch zu Hause gegen einen guten Gegner. Und wir stehen dann in Anführungszeichen kompakt im Mittelfeld und sagen, wir lassen erstmal nichts zu. Und dann kommt irgendein Geniestreich von irgendeiner deiner Dinosaurier, die dann doch noch was Gutes immer wieder im Petto haben und individuelle Qualität in der Offensive haben. Und dann gucken wir uns nach dem Spiel in der Kabine an und die Jungs, ja, war ganz ordentlich, 0-1 verloren. Und ja, wir sind dann eher so Typen, wir kriegen dann lieber mal eine vor den Latz geknallt, haben es aber auf unsere Art gemacht. Und deswegen werden wir in den meisten Fällen sicherlich die Idee ähnlich haben wie letztes Jahr. Da werden wir uns nicht zwingend neu erfinden. Man muss nicht immer alles auf den Kopf stellen. Wir werden gucken, dass wir wieder die ein oder andere Reizpunkte mit reinbauen. Da mache ich bei uns aber keine Sorgen. Notfalls macht das Diego dienstags morgens. Also da ist es so seine Paradedisziplin dann. Da lasse ich ihn dann auch. Und das brauchen wir auch alle. Und nein, Spaß beiseite. Wir werden samstags wieder unsere Art auf den Platz bekommen, werden versuchen, offensiv zu spielen, aber auch mit Verstand und werden versuchen, ähnlich ordentlich den Leuten Spaß zu bereiten im Stadion wie letztes Jahr am Fernseher. Und hier sind 250 Fans von diesem Spielstil, da bin ich mir sicher. Auch für euch gibt es goldene Umschläge, 3 Stück. Und wer darf zuerst? Der Fritze darf zuerst. Okay, dann nimmst du diesen hier, dann lege ich auf die Seite. Dankeschön. Welchen möchtest du, Eiche? Ja, ich muss doch vorlesen, du musst sagen, den nimmst du, den nimmt Checo. So, dann legen wir los mit dem Vize-Captain, mit Marvin Wanicek. Es ist eine kleine Schnellfragerunde diesmal, also mehrere Fragen, die du bitte in einem gewissen Tempo beantwortest. Wir legen los mit Marvin. Marco Tiedes Hund Aaron oder lieber Willi Wildpark? Frage. Er heißt übrigens Aaron. Aaron. Nur kurz Aaron. Ja, zur Hilfe. Aaron oder Willi Wildpark? Ja, Willi Wildpark. Also lieber, schon als kleines Kind hier einfliegen, sehen wir im Fallschirm. Daher entscheide ich mich lieber für ihn. Lieber Schwein als Hund. Okay. Schloss oder Turmberg? Beides schön, aber ich glaube, vom Turmberg hat man den schöneren Ausblick über Karlsruhe. Bartner Lied oder KSC Ole Ole? Du musst es nicht singen, nur sagen, was du lieber hörst. Bartner Lied. Busfahrt nach einem Sieg in Sandhausen ohne Musik oder Busfahrt nach einem Sieg gegen Kiel mit DJ Gersi an der Musikbox? Dann ganz klar Gersi. Was macht er denn für Musik? Das muss ja legendär sein. Er spielt querbeet durch, aber ich glaube, wenn wir, wie gesagt, angesprochen von Kiel heimfahren, läuft die Musikbox 9 Stunden am Stück. Okay. Und das genau hinter meinem Platz, also ich bin das gewöhnt. Netflix oder Wildpark TV? Netflix. Fabi, wir müssen noch zulegen. Nach einem Sieg in der Kabine feiern oder in der Stadt feiern? Ja, beides eigentlich. Natürlich gehört es dazu, in der Kabine zu feiern. Aber wie gesagt, die letzten 1,5 Jahre war es leider nicht möglich durch Corona. Aber ich denke, wenn bessere Zeiten wieder anstehen, werden wir das alles in der Stadt nachholen. Ein bisschen nachholen, genau. Killer oder Kahn? Nochmal bitte. Killer oder Kahn? Herr, ich kenne auch Oli Kahn, seit ich klein bin. Leider habe ich die Zeit hier nicht erleben können, alles nur im Fernsehen. Killer auch.
ein sehr sympathischer Typ. Bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Daher sage ich mal 50-50. Das ist ein Diplomat auf der Bühne hier. Sagen, wen man aus dem Trainerteam am liebsten hat oder jetzt ein Lied singen? Dann lieber Trainerteam. Und wen hast du am liebsten? Du musst dich für einen Namen entscheiden oder ein Lied singen. Komm. Wenn, dann gibt es nur im Doppelpack. Ah, dann sag zwei Namen. Ja, natürlich. Christian Eichner und Slatan Bayramovic. Ich glaube, also er ist da. Athletiktrainer haben wir noch. Nochmal den Gesang verhindert. Derby-Sieg 2020 oder Klassenerhalt 2020? Was war das Emotionalere, steht auf diesem Schnellfragebogen? Für mich persönlich natürlich gegen meinen Ex-Verein VfB Stuttgart ein Tor zu erzielen und so den Sieg zu erringen, war natürlich ja überwältigendes Gefühl, aber ich dennoch war, glaube ich, der Klassenerhalt der größere Erfolg und das größere Erlebnis. Und jetzt gibt es die letzte kulinarische Frage. Zwiebelkuchen oder Schäufele? Zwiebelkuchen. Oh, Marvin Wanicek in der Schnellfragerunde. Danke dir. Dieser Umschlag ist für Jerome Gondorf. Diego, bitte schnelle Antworten auf meine Fragen. Selbst kochen oder Essen bestellen? Selbst kochen. Und was? Ich grill gern. Hund oder Katze? Hund. Netflix oder Prime Video? Netflix. Nutella-Brot mit Butter oder Nutella-Brot ohne Butter? Wirklich mit? Ja, sicher. Ich muss wirklich meine Frage, das muss ich jetzt, Moment. Diese Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn ich Menschen anschaue. Könnte ich um Handzeichen bitten, wer Nutella mit Butter isst? Ja, sicher. Guckt euch das an. 80% der Menschen. Eiche, du, mit oder ohne? Gar kein Nutella, nur gar Butter. Gar kein Nutella, nur Butter. So, ist recht. Selfie oder Autogramm? Selfie. PlayStation oder Xbox? Schwierig bei mir, aber wenn, dann PlayStation. Serie oder Film? Allein Serie, mit meiner Frau wird es schwer werden, deshalb ein Film. Okay. Leben ohne Musik oder Leben ohne Internet? Leben ohne Internet. Kann auch ein schönes Leben sein, das stimmt. Berge oder Strand? Beides. In die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft reisen? Die Vergangenheit kenne ich, von dem her würde ich gerne in die Zukunft reisen. Okay, wir reisen ins Jahr 2023, die KSC-Schlagzeile. Ich habe überlegt, ob ich das an der Olli richte, zeigt meinen Vertrag, aber ich lasse das mal. Danke, Jerome Gondorf. So. Eiche, der letzte Umschlag ist für dich. 5-4 oder 1-0? 5-4. 4-0 oder Siegtor in der letzten Minute? Ja, Siegtor in der letzten Minute. Linker Fuß oder rechter Fuß? Ich hatte nur einen linken. Wollte gerade sagen, was für eine Frage. Ecke oder Freistoß? Ecke. Gefühlvoller Schuss mit Effet oder kraftvoller Spannschuss? Gefühlvoll. Hantelbank oder Spinningrad? Oh Gott, bitte gar nichts. Bitte gar nichts, streichen wir. Training bei 35 Grad oder Training bei strömendem Regen? Strömenden Regen. Bei einem Heimspiel das ganze Stadion zum Jubeln bringen oder bei einem Auswärtsspiel die gegnerischen Fans zum Schweigen bringen? Heimspiel. Lauftraining oder Krafttraining? Lauftraining. Gegentor oder Notbremse? Ja, das ist eine Fangfrage. Also ich hoffe auf Gersbeck, deshalb würde ich ihn laufen lassen. Okay. Getunnelt werden oder gelbe Karten kassieren? Nach dem Tunnel gelb. Okay. Und, das ist eine schöne Frage an den Trainer, schön, dass er diesen Umschlag gezogen hat. Training früh morgens oder Training spät abends? Ich bin ein Früh-zu-Bett-Geher, wie man mich kennt aus der Vergangenheit, deswegen sehr früh morgens. Christian Eichner in der Schnellfragerunde. Danke dir, Eiche. Danke, Marvin Wanicek. Danke, Jerome Gondorf. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und alles Gute für den Samstag bei Hansa Rostock.